Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Monster Train. Ja, nachdem wir uns jetzt zuerst befasst haben mit den Wölfen und den Erweckten, kommen wir jetzt zur Skrimmischen Wache. Die kombinieren wir am besten noch mit den Erweckten. Ich finde, das macht sich ganz gut, denn die Erweckten können gut deffen, während die Skrimmische Wache sehr anfällig ist. Und die Skrimmische Wache, die spielt quasi auf Zauber. Theoretisch auf Schadenszauber, weswegen eigentlich die Erweckten jetzt nicht ganz ideal sind. Allerdings, wenn wir es schaffen, die Stacheln zu bekommen, rockt das ganz schön. Ja, wie schon gesagt, die Skrimmische Wache, viel auf Zauber und Zauberfokus. Die Erweckten als gute Deffer. Versuchen wir es mal damit. Mal sehen, wie weit wir kommen. So. Zehren, naja, das wäre ja bei ihm nicht so schlimm. So, unser, ja, nehmen wir jetzt mal Avatar, hat immer verschiedene Sachen. Frostschaden auf die Angriffe einer Einheit ist natürlich auch geil, gegen den letzten Boss dann immer. Oder Reichweite und Angriff, wenn der Zauber an Fähigkeit auf die Angriffe einer Einheit an. Ja, normalerweise wollte ich direkt durch Zauber spielen, es gibt doch eins, dass Zauber billiger werden. Allerdings finde ich Frostschaden schon mega geil. Deswegen werde ich wirklich das spielen. Das ist zwar dann wirklich nur beim Bossen wichtig, aber das kriegen wir auch hin. Und später kriegen wir vielleicht das dann vor. So. Schaut zum Beispiel, dass ein Buff-Effekt eigentlich schnell entfernt wird. Ein Aufsteigen und Absteigen würde, wenn zusätzlich Zeug wieder. Ja, sowas haben wir kaum. Das nehmen wir jetzt rein in Wasser. Ist zwar auch nicht so toll, aber ist einfach. So, 10 Rüstungen können wir uns am Anfang noch nicht leisten. So, am besten wäre es theoretisch, wenn wir unten anfangen würden, aber da die ja mit dem Zwillingsspiel kommen, packen wir die hier oben hin. Und jetzt sind wir mit dem hier erstmal. Frostschaden ist natürlich der Untergebung eher sinnvoll. Aber gut. Schützen die noch was? Den können wir uns leider nicht holen, kann ich jetzt einmal spielen müssen, wenn ich drüber nachdenke. Ja, gute Heilung kann ich jetzt auch noch stellen. Wie kann man hier noch machen? Das soll ja nicht. Frostschaden ist ja, der stapelt quasi und verursacht dann halt den Schaden, auch wenn die Stapel aktuell noch abgebaut werden. Das ist nämlich nicht so und so, der hat 4 Angriffe. Die beiden sind so schön, das Wichtigste. Den heilen, genau. Ja, Quatsch. Guck mal, den direkten Frostschaden machen. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, ja, jetzt brauche ich auch gar nicht gucken. Ich tue jetzt noch den Schaden rein. Dann hat sich das erledigt. So. Gegen ein dreimal Schadensflügel ist geil. Die ist auch geil. Es gibt Zauber, die haben, wenn man sie abwirft, bewirken sie was. Der wird dann aber auch billiger. So, verbessere eine Einheit mit 10 Angriff. Ja, kann man auch. Dorn. Ist auch nicht schlecht. Hier haben wir das. So, wir bräuchten erst einen Verteidiger, deswegen gehe ich hier bestimmen. Wir hoffen, dass einer kommt. Na, das ist nicht der perfekte Verteidiger, aber ist ausreichend. Er ist nicht schlecht. So, Flink. Ich brauche eigentlich eher viel Abwehr. Flink ist natürlich der Vorteil, ich kriege weniger Schaden. Aber, machen wir das mal so. Schauen wir uns später dazu. Plus 4 Angriff, ja, mit dem Typen in Schlepptau könnten wir es wagen. Versuchen wir es mal. Wieder stoppen. Wieder durch. Und verteilen.
Also rennt also eh gleich quasi ganz hoch. Bleiben uns dort vor. Für den ist das wichtig, der muss auch geheilt werden. Dadurch steigen seine Werte. Das ist natürlich perfekt, kein Schadenszauber gezogen. Aber ein Haufen Gegner. Das ist natürlich Trampelschein. Ja, das ist nicht so weit. Ihr seht, ihr meint nur eins, also das heißt, zwei Fälle jetzt auf den nehmen können, ja. Kein Unterschied. Ja, da kommt schon unser Boss. Wir müssen nur versuchen, den hier oben relativ geheilt hinzukriegen. Bis dahin ist es dann egal, den hinten kriegen wir eh nicht hin, aber der macht Eile. Das heißt, den Zugbegleiter zu spielen eh nichts. Weil die sowieso gleich hochrennen. Dass auf der Boss-Ebene auch funktioniert, das finde ich ist halt krass. Weil wenn wir jetzt auf der mittleren Einheit, mittleren Ebene Einheiten gehabt hätten, die wären direkt vorgebracht gewesen. Ja, wie gesagt, dieses Pflanzenvieh ist echt krass. Füge 3 Schaden zu und 8 Frostschaden. Ich spiele gern auf Frostschaden, muss ich gestehen. 3x20 Schaden und zufälligen können wir auch machen, wenn wir auf Schadenzauber spielen. Ich überlege gerade, ob wir das sein lassen. Und ich stehen auf Fläche machen mit Frost. Habe ich noch nie versucht. Machen wir. Einheit HP herstellen bei allen Einheiten und allen Gegnern Schaden. So, das heißt, wir haben jetzt ein Vorn, ein Hinten. Da die flink ist und sie fast angreift, ist die auch ziemlich nett. Hier lang, hier gibt es einen Faktor zu kaufen. Regeneration plus eine Gesundheit, das ist doch nett. So, jetzt haben wir hier tolle Effekte. Das Dübchen mache, Ende einzählen. Auf alle? Ich nehme sie. Nur das natürlich wirklich mal an das ganze extra aber geil ist. Aber die Stübchenwache hier spielt ja nicht so ganz möglich. Die ist eher für Magie. Konstruierte Bomben kommen mit Schadenschild ins Spiel, ja, das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich ein Problem. Okay, das ist sind wir schon mal falsch. So, das Geile ist natürlich. Ich kann hier erstmal die Freiheit schaffen. Die Frage. Ja, ich stelle schon an. Oh, wir wissen nicht, was kommt. Ne? Nee, lass uns. So, mit der habe ich gerechnet. Damit habe ich das eigentlich nicht gerechnet. Ich spiele jetzt erst das, weil sonst wäre das extrem frei. Ja gut. Thema sinnfrei sind wir jetzt auch hier. Wir können auf den spielen. Macht den Unterschied. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Urbogen zu spielen. Vielleicht hat hier ein Schadenschild. Also, warum kommen wir Schadenschild spielen trotzdem? Ach so. Weil das als Buff weggemacht wird. Okay. So, den Heimnehmen geben noch Pause. Frostschaden. Frostschaden ist so geil. Ja gut. Und Punkt 7 halt. Zack, wieder was.
Wie kommst du denn hin? Okay. Schützen kann ich auch nicht. Ja, die kriegen ähnlich hin. Zack. Die Frage für deine zufällige Einheit. Das erklären sie. So. Er hat die Position von rechts, tut sich seine Froststapel und seine Froststapel. Stapeln, Froststapelschalen, doppelt gemoppelt. Aber das führt halt dazu, dass er massiv eins aufs Maul kriegt, muss man hart zu sagen. Zu einer Einheit verbessere sie mit plus 20, plus 20 und 0. Verbrauch kann nur einmal pro Kampf gespielt werden. Ja, wenn man die richtige zieht, fordert sie einen 90 Schaden zu, stellt die volle Gesundheit von verbündeten Einheiten wieder her. Ich nehme trotzdem mal das. Normal sich angenommen. So. Wende 3 Frostschaden auf gegnerische Einheiten an, immer wenn er Schaden kriegt. Das ist ein perfekter Blockkombi für uns. Jetzt die Frage, wollen wir mehr Mana oder brauchen wir mehr Raum? Einmal Raum sollten wir auf jeden Fall nehmen, sage ich mir. So. Welche Richtung? Ich finde die Person. Zack. Gucken wir mal, wie wir verbessern können. Frost 20 Frostschaden. Wenn 10 Frostschaden auf die Angriffe einhören, Schadenzauber kosten auf dieser Ebene minus 1. Das ist verlockend halt, ne? Ah, da, nee. Spielen wir auf Akku. Wie gesagt, hatte ich noch nie, vielleicht wird es noch besser. Das Gute Schwache fand ich immer sehr schwer. Ein Zauber mit Einbehalt, das war am besten ein, den wir dann kostenlos spielen können. Der verbraucht sich. Das bringt nichts. Was brauchen wir denn ganz viel? Wenn der draußen ist, brauchen wir ganz viel Heilung. Das heißt, den behalten wir ab jetzt immer wieder, ziehen ihn neu und können ihn für 0 spielen. Sind 10 magische Kraft, danach wird er entfernt. Machen wir dir. So. So, muss er einstellen, ja, gesamte Gesundheit wieder her, das lassen wir mal direkt weg. So, ja, wie gesagt, man könnte auch den anderen wieder haben. Das spielen wir jetzt natürlich nicht. Wir müssen das hier zumindest mal liefern. Ja, die werden dann nicht eben stärker. Das ist schlecht. Der stirbt sowieso, warum weiß ich noch nicht. 25 dahin. Dann stirbst du. Was auslöst, wenn die Einheit Schaden zugefügt wird? Achso, das wäre der allein, alles klar. Daher kommt das. Hab ich verstanden. Macht Sinn. So, der stirbt dann auch noch. Alles gut. Der stirbt nicht. Wenn ich das mache, stirbt er dann auch nicht. Aber er liebt das Spiel. So. Ja, jetzt müssen wir eigentlich auch oben irgendwie nachlegen, aber ja, nicht wirklich was zum Nachlegen. CNN verbessert sie mit 2020. Ja, da kommt eigentlich leider nur ein Zickel bei der Frage, aber.
jetzt mega stark zugeknallt. Verwirfst du die Einheit mit 4? Wenn 4 Drohnen, ja, ist eher für dich. So. So. Eigentlich. Gucken wir mal. So, der oben dürfte ja drauf gehen. Jetzt glaube ich, wir gucken, was ich heute habe. Ja. Das finde ich jetzt hier. Wie gesagt, ich gucke mir die Sachen rein. Ich habe noch einen übrig. So, oben brauche ich mir wieder einen Opfer. Ja, der wird wahrscheinlich was fast drauf gehen, sehe ich jetzt schon. So, der hier oben stirbt auf jeden Fall. Guck mal, was bin ich jetzt in China gesehen? Ja, nicht schlecht. Zack. Vorschaden, ich nehme noch den. Okay. Wie gesagt, das werdet ihr sehen, der Frostschaden nähert sich bei ihm so sehr, dass er allein Ladekraft geht. Wir müssen halt nur uns den Frostschaden machen, indem wir den Kleinen hier lange genug zu schützen. Wenn du 6 Frostschaden auf genische Einheiten an, dann verbraucht sich leider. Wenn 3 Zähne an, wäre mit Dorn toll. Wir versuchen gerade, nee, wir haben das nicht. Flink, braucht das jemand von uns? Ich glaube nicht. Das ist cool. Und so, links können wir Artefakte kaufen, rechts Einheiten verbessern. Haben wir jetzt noch gut Einheiten zu verbessern? Außerdem liegt hier drüben noch Geld und so. So, gucken wir mal, was wir finden. Das war zu schnell. Oh, den dürfte jetzt, kann ich nicht täuschen, dass wir zu viele Sterne geworden sein. Oder haben wir gerade verwirrt? Stachelzauber hätte ich gern, habe ich nicht. Sind schon wieder ausgespielt. Zauber halten den zusätzlichen Verbesserungsplatz. Ja. Wow! Oh, geht auch. Ja. Kommt noch genug andere Händler. Plus 6 Angriff. Ich glaube, wir spielen hier besser auf der zweiten, dritten Ebene, dürfen wir bitte gleichzeitig. Die sollen am besten alle gleichzeitig sterben. Das wäre mit Flächenschaden toll. 40, okay, ich denke, sie reicht geheilt. Ah, gut, wir können ja noch mal. Leute. Ich könnte natürlich Stunden geben, haben einen scheiß Internet. Das ist das nicht. Und dann muss ich noch einen Zauber möglichst kriegen. Weil 14 Angriff ist für die. Ja, vielleicht war bis jetzt noch nicht gesagt. So, der geht vielleicht drauf, aber. Das heißt, die müssen wir noch vor Frost. Also müssen wir ein bisschen überleben. Was ist das? Ah ja, Verbannung heilt 40 mal X. Mhm. Gut gewählt. Wenn ich den spielen würde, müsste er am Leben bleiben.
Wir sind uns, denke ich, einig, das wird nichts. Verbessern sie, ich weiß gar nicht, ob man Einheiten die sitzen. Aha, doch, da sind sie. Ja, da. Der stirbt eh. Ja, gut, machen wir, dass wir den Schaden kriegen. Die scheinen halt. Ja, der muss ganz gut überleben. Die hinten nur definitiv weghauen. Das geht mir hier nicht gut. Das können wir die falschen als besser machen. Ja, das einzige Sinn, was dann der Eistraumat noch rauszuholen. So. Gut. Sollte reichen. Ja, wie ihr seht, diese Frostschale, das platzt echt. Haut rein. So, was kriegen wir denn schönes? 7 magische Kraft hilft mir nicht. Das ist alles Quatsch. Heilzauber kosten jetzt weniger? Ja, wenn man den anders spielt. Hm. Nee, lass den gehen, ja, ansonsten ja kaum Heilzauber. Du nimmst ein Artefakt. Ah, das einzige Sinnvolle ist das. So. Muskelsturz gerade bisschen Ärger, war wieder nichts Schönes dabei. Magische Kraft im Verbrauch. Jetzt zaubern, minus 1. Finde ich den eigentlich ganz gut. Kann ich kurz gucken, ob wir oben haben noch? Okay, wir kommen noch zu Parallelen. Brauche ich nicht mein Geld, ich jetzt komplett ausgeben. Nochmal neu zu mischen. Alabasterwachen haben Wut, wenn ich das richtig sehe. Multischlag und Fell verleiht Wut, okay, ist aber. Das ist eigentlich die sinnvoll zu fahren. Und auf der anderen Ebene die beiden. Das hier können wir sowieso raushauen. Ja, natürlich besser hier so ein Erdag gewesen, wenn ich das schon mal. Ja. Spiel mal anders. Und den als Klasse von Zeit verteidigen jetzt mal so. Yeah.
ist, ich kann nichts tun. Ich müsste die direkt umbringen. Oder ihn so stark machen, dass... Kriege ich das irgendwie hin? 3 Mana, das heißt. Auf 29. Muss ich akzeptieren. Für den da oben ist es vorbei. Schade. Gut, dann holen wir uns Kohle. Zack. Wie gesagt, die eine Wache hier, die wird wahrscheinlich durchkommen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann hier nicht genug Schaden reinmachen. Ich stehe da 2 Thronen. Passt nicht. Das ist eigentlich schön, das trifft alle. Ja gut, der Tisch hat jetzt schon mal. Ich dachte, es wird ja auch Leute mit Tisch schaffen. Der versaut uns jetzt alles. Ja, das ist gut. Okay. Wir können es jetzt nur auf den hier verlassen, das ist unser einziger Punkt. Der stirbt eher in der Eiskälte, der Tisch muss irgendwie ein Leben erhalten möglichst. Lassen müssen. Schon alleine, weil wir nichts anderes haben. So, was tun wir denn alles? Okay. Heil dich. Heil dich. Wende 3 Zehren an. Hier da oben ist es eh wieder zurückgesetzt. Lass mich kurz nachdenken. Ja, das weggeschmissen gehen. Der würde 13 Schaden in Kauf nehmen, der vorne wäre kaputt, der käme durch. Der käme dran mit dem Schadenshauer, ja, der schafft. So, stellt euch hin mit einer Regeneration. Bringt sie mit dem Photon zu spielen, und trotzdem geht er nicht. Startet sich die Regeneration wenigstens. Ich glaube, der kann nicht machen. Ich will mir einen zufälligen Gegenstand einen 3-mal 2 Schaden zu. Also bei dir brauchen wir nur ein bisschen. So. Ja. Ach, falsch, man spielt das. Hat ja auch noch aus. Ja, jetzt wird's heftig, heftig schlecht. Lass dich nachdenken, wir haben 3 Mal. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Niemals fahren. Wir müssen ja noch einen Schritt weiter machen. Thank you.
mit der nachlassen Regeneration. Kann ich jetzt auch nicht mehr so. Gehen weiter. Den Mittelwesen brauchen wir nicht mehr gehen, das ist nicht klar. Den am Leben zu halten, wäre jetzt mein größtes Ziel. Das heißt. Soll ich jetzt noch 237 Schaden hier reinkriegen? So, das ist dann, wir werfen eine Karte ab. 9 mal 18. 9 mal 18. Gut, dann hält der Abschlag nicht mehr aus. Yay. So, lass mich rechnen. 6 Schaden, wenn ich das mache, sind wir schon bei 8 Schaden. Ich muss 2 Treffer kassieren, sind 8 Schaden. Nochmal 4 drauf für den Angriff, den er macht. Dann 1, 2, ja. Das sind 12 Schaden für 2 Mana, das wäre genauso, wenn ich das spielen würde. Aber durch das Aufzehren muss er noch gut angreifen. Was soll ich jetzt machen? Er streicht oder was? Ja, gut. Das hat wohl auch nicht. Naja gut, aber da habt ihr mal gesehen, so funktioniert die Strykische Wache. Leider habe ich mit der noch nicht wirklich gewonnen, aber ich habe Level 10 mit ihr wenigstens erreicht. Ach, und mit denen auch, okay. Kommt vielleicht was Gutes dazu, wir können ja schauen. Oh, alte Synergie. Fügt der vordersten genischen Einheit 3-mal Schadenhöhe von mal 2 der Anzahl Zauber in dein Deck zu. Für 3 Mana finde ich den echt scheiße. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Stelle die volle Gesundheit der verbindenden Einheit wieder her und tauscht dann Angriff und Widerstandskraft dieser Einheit aus. Hm. Doch, kann gut sein. Ja gut. Ich würde sagen, das war's damit. Ja, wie ihr schon seht, nächstes Mal kümmern wir uns um das Thema Umbra. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss!